Schönen guten Tag und hallo und herzlich willkommen wieder bei uns im Stoffladen hier in Tienge. Ich habe euch gestern versprochen, ich habe heute was Selbstgenähtes an, was Neues, was Aktuelles. Ich zeige mich mal, dazu kommen wir aber gleich. Dafür habe ich nämlich euch einmal die Stoffe rausgesucht, die ich hier verwendet habe und einmal noch drei andere Kombinationen, andere Farbe, andere Möglichkeiten. Und zwar, ich habe hier eine ganz einfache, wenig weitere Hose genäht mit einem ganz entspannten Gummizug, ganz bequem, so wie man es halt am liebsten hat. Hier einen Fledermaus-Überwurf in Langarm, den ziehe ich jetzt aber gerade aus, weil es ist ganz schön warm hier drin. So, und unten drunter ein klassisches Top mit einem leichten. Mit einem Rollsaum unten und mit Boxerausschnitt, also Mengen mehr dieses nach oben zulaufende, etwas hochgeschlossene, perfekt für das warme Wetter. Genau. So, die Efi hat auch schön was genäht. Zeige ich euch einmal hier. Das ist ein ganz einfaches, schlichtes Kleid mit leicht überschnittenen Ärmeln, ein bisschen angeraffter Rock. Und da haben wir den Stoff dazu. Das ist ein ganz feiner Baumwoll-Voile mit ganz verschiedenen Mustern. Da hat es so leichtes Karo drin, da hat es Schlangenmotiv, da hat es wie so leicht Paisley angehaucht. Super schön, ganz viele verschiedene Farben und hauchdünn, also für jetzt noch super geeignet. Da haben wir eine Stoffbreite von 1,40 m. Und der Meterpreis ist bei 15,90. So, jetzt kommen wir mal einmal zu meiner Kombination. Das ist meine Hose. Das ist ein wunderschöner Viskose, eine Viskose-Webware, der auf dem Balle viel rauer wirkt, als er später gewaschen ist. Also ich war ganz verblüfft, als ich den gestern Nacht aus der Waschmaschine geholt habe und heute Morgen vernäht habe. Und der ist super schön. Der wird richtig schön weich, wenn der gewaschen ist. Und auch die Farben sind super aktuell. Dieses Lila, dieses Blau in Royalblau, aber trotzdem recht gedeckter Untergrund, wo für so ziemlich allem passt. Da haben wir eine Stoffbreite von 1,40 m und der kostet 17,90 €. Dann haben wir hier mein Oberteil bzw. mein Überwurf. Das ist ein schöner Bambus-Jersey mit leichtem Rippmuster. Das ist so, ja, wie soll ich die Farbe beschreiben? Eine Mischung aus Rost und Weinrot. Ist auch ganz leicht, super weich. Das ist total angenehm. Da haben wir eine Stoffbreite von 1,45 m und der Meterpreis ist 21,90 €. So, da ist ja, ich mache mal die Dame auf die Seite. Für manche die Farben nicht so ansprechend sind. Mir aufgefallen ist, dass es dieses Jahr im Herbst recht viel in Richtung Rot, Rosa, Lila geht. Also mir fiel es extrem schwer, was anderes zu finden. Aber wir haben natürlich auch noch nicht alle Ware da. Aber ich zeige euch mal was Schönes. Und zwar, wir haben einmal den hier. Schaut mal, das ist ein Viskose-Crepe. Der in super schöner Orange-Rot, so hellem Rosaton und ein bisschen Rost mit drin. Hat einfach diese typische Crepe-Optik, einfach ein bisschen dieses rauere. Bisschen schwerer, super geeignet eben für solche Hose. Könnt ihr natürlich auch was anderes draus machen, eine Bluse oder ein Kleid oder ähnliches. Da haben wir eine Stoffbreite von 1,40 m, ist eine 100% Viskose und da kostet der Preis 29,90 € der Meter. Da dazu passend habe ich euch hier einmal so einen, ja, so in Richtung roséfarbenen Viskose-Jersey rausgesucht. Ich mache mal das Licht an, vielleicht sieht man es dann besser. Und der passt eben super zu diesen Farben.
zeige euch das gleich mal im Gesamten. Schaut mal, der passt doch super dazu. Es hat ganz viele verschiedene Farben. Man kann viel dazu kombinieren. Das ist auch bei meinem der Fall. Da kann man schönes Lila dazu anziehen. Man kann ein Royalblau anziehen. Man kann mehr in dieses Türkisblaue gehen. Ist super angenehm und super, super schön. Also wirklich. Und sehr schnell genäht. Also ich habe es heute Morgen alles in 3 Stunden genäht gehabt. Wir haben hier bei dem Viskose Jersey eine Breite von 1,50 Meter und der Meterpreis ist 17,90 €. Dann kommt noch mal eine Knallerfarbe. Die haben wir hier. Das ist ein Lila, Pink und Knallorange. Super schöne Farbe, sieht super schön aus. Es ist so eine leicht satinierte Viskose. Auch schön leicht und fallend. Also schön leicht fallend, so wollte ich sagen. Und die zwei, die ich vorher gezeigt habe, die sind einfach ein bisschen schwerer. Der ist viel leichter, viel feiner. Selbe Prinzip, kann man eine Hose draus machen. Und das Unifarbene entweder als Oberteil, man kann es natürlich auch andersrum machen. Oder natürlich eine Bluse, ein Rock, ein Kleid. Das hat ja völlig frei, das ist für alles gut geeignet. Da haben wir eine Breite von 1,45 m, ist auch wieder eine reine Viskose und da kostet der Meterpreis 24,90 €. Entschuldigung. Dazu habe ich jetzt eine ganz andere Farbe. Ich habe extra eigentlich gesucht nach so was Kräftigem. Dann habe ich aber den rausgesucht. Das ist so ein richtig schönes Aubergine-Lila. Passt super schön zu diesen Innenpunkten von dem Bunte. Das zeige ich euch auch gerade mal nochmal zusammen. So. Seht ihr das? Und da kommen diese dunklen Punkte auf dem Gemusterten super zur Geltung. Das strahlt viel mehr, als ich gedacht hätte. Und es ist einfach super schön zusammen. Wir haben bei dem Viskose Jersey eine Breite von 1,50 m. und einen Meterpreis von 16,90 €. So, dann haben wir eher was Klassisches, was ganz Gediegenes, was Dezenteres, für alle, die jetzt nicht so dieses ganz Kräftige sehen wollen. Hallo, schön, dass ihr alle zuschaut. Schaut mal hier, das ist nochmal ein Viskose-Crepe in einem Schwarz und diesem schönen Ecru. Als Streife sieht so ein bisschen, ähnelt ein bisschen wie Zebrastreife, so Wirrwarr. Ist auch super schön, schön leicht. Auch wieder ein bisschen diese festere Qualität, ein bisschen dieses rauere. Eignet sich, wie vorhin auch schon gesagt, perfekt für Hosen. Für so einfache Hosen wie meine. Oder Stufekleider sind super schön. Kann man auch im Herbst toll tragen. Kann man ohne Probleme, zieht man eine Leggings drunter, kann man die im Herbst anziehen. Man kann sie im Winter anziehen, indem man vielleicht eine Thermo-Leggings oder irgendwas drunter zieht. Also im Sommer, klar, sind Kleider immer gefragt. Herbst, Winter, traut euch. Man kann es jederzeit anziehen. Einfach unter drunter passend anziehen und dann passt es. Und dazu habe ich einen wunderschönen, leicht fallenden Bambus-Jersey, den wir neu gekriegt haben, in diesem schönen Ecru, wie in diesem Muster. Der hat so einen ganz leichten Glanz, ich weiß nicht, ob man es genau sieht. Der ist super schön weich, ganz dünn, ganz fein, mega angenehm zum Verarbeiten und toll zum Tragen. Also ich habe auch schon viele Sachen aus diesem Bambus-Jersey genäht. Den haben wir jetzt zum Glück wieder bekommen. Der hat eine Breite von 1,65 m, also braucht er gar nicht so viel. Und da kostet der Meterpreis 18,90 €. Ich zeige euch das einmal nochmal zusammen. Das ist so das richtig Klassische in schwarzgrundig und einmal mit diesem hellen dazu. Ich hoffe, ich kriege es hoch. So, schaut mal, das sieht doch super schön, richtig angenehm aus. Ganz klassisch, aber trotzdem schick und elegant. Kann man für alles anziehen, was man sich vorstellen kann, zum, wenn man mal bei einem Event eingeladen ist oder ja,
Man geht mal mit seinem Mann schön essen oder man ist bei einem Geburtstag eingeladen. Man will ein bisschen auffallen, man will mal ein bisschen was Schickeres anziehen. Traut euch. Alles, was selber genäht ist, ist immer was Besonderes. Aber ich habe, also bei mir ist es so, mittlerweile, ich nähe mir meine ganzen Klamotten selber. Klar, wir sind direkt an der Quelle. Wir haben jeden Tag Inspirationen. Ihr seid auch unsere Inspiration. Egal, wer reinkommt bei uns, ist für uns immer ein Input. Also wir lernen von euch. Nicht nur ihr von uns, mir gebt euch gerne auch Inspirationen, was man alles Schönes aus Stoffe machen kann. Und es macht einfach Spaß, das Zeug auszuleben und auch zu zeigen, was man Schönes draus macht. So, wir sind am Ende. Ich habe euch meine paar Sachen gezeigt, die ich ein bisschen rausgesucht habe. Ich wollte euch nicht zu sehr bombardieren, weil es wird ja heute doch ein bisschen wärmer als die letzten paar Tage. Genießt es, geht schön raus, genießt noch die letzten Sonnenstunden, die wir noch haben, bis der Herbst wieder kommt, der kommt früh genug. Ich wünsche euch, bevor ich es vergesse, letztes Mal habe ich es vergessen, wie immer, wenn ihr was haben möchtet, macht gerne einen Screenshot von den Stoffen, die ihr gerne haben möchtet. Schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns eine WhatsApp, schreibt mir uns auf Instagram oder auf YouTube. Wir freuen uns immer über eure Reaktionen, die mir von euch bekomme. Und wir reagieren auch drauf. Mir versende innerhalb Deutschland ist überhaupt kein Problem. Ihr gebt uns Bescheid. Ihr könnt gerne auch bei uns anrufen. Und dann kriegt ihr eure Sachen so, wie ihr die gerne hättet. Wie immer, mir gefällt jetzt der bunte Stoff. Könnt ihr mir dann einen anderen Uni dazu suchen? Ist überhaupt gar kein Problem. Machen wir sehr gerne. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Mittag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Morgen, glaube ich, sehen wir uns nicht, damit ihr mal ein bisschen Ruhe von mir habt. Und dann sehen wir uns vielleicht nächste Woche wieder. Alles Gute bis dahin und alles Schöne. Macht's gut. Ciao.